Für alle, die sich jetzt wundern, wo diese Bilder herkommen, richtig, das ist noch ein altes Video aus dem Sommer 2021. Aber es ist wirklich genial, mega schöner Trail, mega Panorama. Und von dem her, schaut es euch unbedingt an. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal sind wir in Südtirol unterwegs, genauer gesagt. In? Sterzig. Genau, von Sterzig Start. Jetzt stehen wir in Freienfeld, ganz ein netter Platz. Und bei uns geht es heute auf den Zinsala. Haben wir bis jetzt nie gemacht, nur von unten angeschaut, aber jetzt probieren wir es. Und weil es heute so lang ist, wird sogar gecheatet, weil Peter und Nick haben sich ultra leichte Bikes besorgt. Wie viel haben die Kilo, was hast du gesagt? 3,5? 11. Ja, meins hat schon wieder fast 15, weil ich habe einen anderen Vorderreifen reingemacht. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir sie überhaupt so einstellen können, dass sie für uns fahrbar sind, weil die sind schon deutlich anders als das, was wir sonst so fahren. Sachsenklemme heute Abend. Uphill läuft. Wir warten noch ein bisschen auf die Sonne. So, Petra ist mal wieder vorne weg. Ja, mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Es ist auch schon wieder ordentlich warm. Und im Hintergrund seht ihr jetzt spitzeln schon die ersten größeren Berge raus. Die Auffahrt ist bisher eigentlich super und großteils auf Teer. Und jetzt geht das wieder los. Ja, Glück gehabt. Da sieht man jetzt, wie sich die Passstraße raufschlängelt. Sieht mega aus. Da sind leider mega viele Motorräder am Weg. Also es ist alles andere als gemütlich. Tja, das einzig Gute hier ist wirklich das Panorama. Das ist mega. Aber sonst teilweise schubweise echt die Hölle los. Die Passhöhe haben wir schon mal erreicht. Sehr geil. Ausblick hier oben. Echt super, super gut. Und ja, eine kleine Windkraft ist auch da. Pensayau, 2211 Meter. Da haben wir noch ein bisschen Blick in die andere Richtung. Und für uns geht es dann da weiter, die Nummer 14 auf den Zinsela. Nachdem wir die Passhöhe überschritten hatten, ging es dann den Trail bergauf. Den konnten wir zum Großteil aber zum Glück fahren. Einige Strecken mussten dann aber trotzdem auch geschoben oder getragen werden. Und wie ihr seht, ging es immer so ein bisschen rauf und runter. Also hat es sich auf jeden Fall gelohnt, schon mal zumindest den Helm aufzuhaben. Wie so oft bei diesen Kammüberschreitungen, immer wenn man denkt, man hat es gleich geschafft, dann eröffnet sich der nächste Uphill und so war es hier auch. Aber es hat sich wirklich absolut gelohnt, das Panorama ist unbeschreiblich und die Wege waren super, super schön. Bergheil. Da machen wir gleich mal einen kleinen Schwenk. Von da hinten kommen wir hoch, da war die Passstraße. Da war dann auch der Weg weiter. Hier ist noch ein bisschen Schneedepot. Das Gipfelkreuz ist gigantisch. Der Martin fotografiert gerade in Richtung Stubai, ist das? Ja, das ist Tribulaun-Stubai-Alp. Tribulaun-Stubai-Alp. Da vorne ist dann die Amthornspitz und Wolfendorn, Brenner Grenzkamm. Da hinten sieht man sogar leicht die Nordkette. So, Gipfeljause. Beinahe selbst belegt vom Bäcker erstanden. Noch zu müde zum Jausen. Aber hier geht's weiter. Oh Gott, da gibt's wieder Katzenfutter. Im Blech, das ist nachhaltiges, verrottet alles. Fleisch und Blech. Und? Auch nicht schlecht. Boah, ist gut. There is a line between dreaming
4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here? Should I let go? Will the sheets over my head? Hoping change is gonna find me. You don't have to remind me. I'm doing nothing at all. I'm ruminating on a blank wall. I feel stuck in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here? Should I let go? Can you tell me what you see in me? I just feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here? Should I let go? Thank you.
einen kleinen Panorama-Genießstopp. Ja, eigentlich ist schon die ganze Zeit der 14er, oder? Ja. Da oben sieht man den Gipfel. Da ist das Kreuz. Aufgefallen, währenddessen oben krasses Panorama, tolle Felslandschaft, aber dementsprechend auch ein relativ technisch schwerer Trail auf einen gewartet hat, wurde es dann ab der Mitte immer flowiger und unten war es dann einfach nur noch purer Fahrspaß und mega flowige Strecke. Thank you.
hier vorbei. Petra trinkt jetzt gleich mal hier. Boah, geil, ey. Sterzing und auch schon zu kehrt, wie ihr sagen will. Mega, ja, wir kriegen erst, aber. Die Wicke hat ein Glas Wasser, ein bisschen mehr bestellt. Ich habe nichts bekommen. Ja. Ich habe alles. Aber das Wichtigste ist, man muss einfach glücklich sein mit dem, was man hat. Da, weiter geht's. Schau, ich sehe heute so bitte. Presse wäre die Wicke. Wollte ich auch. Ja.
Ja. Bei dir schaut es immer noch schlecht aus. Ja, jetzt wird bei uns das Essen schon weniger. Aber Nico, ja, das war's. Mehr will er nicht. Ja. Du hast einen kalten Kaffee bestellt, der war mit Milch, oder? Und danach die ganze Vorspeise habe ich schon mal aufgespeist.